Willkommen zurück bei Preach, willkommen zurück bei den Vollprofis Matze, Xa und Hippo und meiner einer. Servus! Moin! Moin. Ja, hier geht's weiter in unserer Angespielt-Reihe und das letzte Mal haben wir irgendwie aufs Maul bekommen. Ja, das müssen wir jetzt mal irgendwie besser hinkriegen und da das letzte Mal die Heilung bei Xa ja eher so eine war wie, naja, so nur auf dem Ulti, ne? Also nur auf den Skill, der sich langsam auflädt und dann mal ein bisschen Heilung. Ja. Haben wir jetzt beschlossen, dass ich den Heiler übernehme, nicht weil ich glaube, besser zu sein als Xa, sondern weil ich diese Klasse freigeschaltet habe, im Gegensatz zu Xa. Das ist das Arcane Mender. Der Arcane Mender ist das dahinter und der kann zum einen ein Schild verteilen, was 1000 Damage abwehrt und dazu halt noch die Heilung erhöht auf denjenigen, der das Schild hat. Dann habe ich dazu einen Greater Heal, ja, Instantly Heals Target or yourself for 1500, das ist die Ulti. Dann haben wir noch eine einfache normale Heilung, die 400 Heilung raushaut und ein bisschen Schadenszauber habe ich auch noch. Das werden wir uns jetzt einfach mal anschauen. Und auch der Hippo geht noch auf die Klasse, die der Xa vorher hatte, glaube ich, ne? Oder? Wie ist das? Nee, ich gehe auf den Elementalisten. Mhm. Der ist, ja, so eine Mischung, halt so ein Supporter. Der ist so eine Mischung aus Heiler und Schaden. Okay. Werden wir ausprobieren. Vielleicht kommen wir dann so ein bisschen dahin. Und ihr könnt wieder abstimmen. Wie immer bei den Angespielt-Reihen geht es dann auch heute weiter mit den Umfragen. Oben rechts in der Ecke habt ihr das i für Infokarte. Draufklicken, mitmachen. Und heute geht es um die Grafik, um das grafische Setting. Wie sehr gefällt es euch, was ihr seht? Wie sehr gefällt euch beispielsweise eben auch das Cyberpunk-Setting? Ich bin da sehr gespannt drauf, macht zahlreich mit. Und am Ende tragen wir dann wieder zusammen und schauen, wie eure und meine Wertung ausfällt. Dankeschön dafür. Und ich würde sagen, go. Jawohl, go. Auf zum Sterben. Juhu. Yay. Ach ja, und Xa ist beim Necromancer angekommen, den ich vorher hatte. Was? Nein, ich spiele Snapper nach wie vor. Ja, vergiss es, diese Anzeige stimmt nicht. Die Anzeige stimmt nicht. Okay. Xa spielt Sniper. Und Matze spielt immer noch Mana Warrior. Jetzt, was du jetzt links siehst, das stimmt. Ah ja, jetzt sieht man es, genau. Elementalist, Sniper, Mana Warrior und dann mach ich das mal. Locken Sie mal ein. Ich heil euch. So, und rechts sehen wir, Whale Demon Bot ist dann der Taskmaster. Und der kann Target Ally explodes at low health. Ach du Scheiße. Dealing very heavy damage. Target Ally is teleported to you. Must be executed on the ground. Ally target becomes immune and inflicts damage. Allies rush toward and attacking target enemy. Okay. Ja, also der schickt auf Viecher auf uns, der schickt Minions auf uns. Hab ich eigentlich. Der schickt Minions auf uns, Enter mal drücken, Xa. Die dann explodieren zum Beispiel, also das könnte richtig böse werden. Oh, und dazu haben wir noch die Elite-Monster. Humainu, Juggernaut und Feral Buta. Mal schauen, was die uns machen. Das eine ist ein bisschen tanky, andere ist ein Damage-Dealer. Der Taskmaster, der Hauptboss, ist auch ein Damage-Dealer. Assassin im Stil. Okay, wird ja also lustig. Man kann da sicherlich dann auch, wenn man weiß, was da einen erwartet und man die schon mal hatte als Gegner, dann vielleicht sagen, okay, dagegen müsste ich jetzt diese und jene Klasse in den Start bringen. Ja, mal gucken. Ja, da sind wir noch lange. Genau, nicht. 2 Minuten Zeit, deine Klasse zu wechseln. Das könnte auch stressig werden. Ja. Wenn du dich mit dem Spiel noch nicht so richtig auskennst, ne? Das ist erstmal ausprobieren. Muss man, halt, ja. Eben. Ich glaube, das muss man sehr oft spielen, bevor man weiß, der und der Gegner, der da kommt, erwartet die und die Klasse im besten Fall. Ja. Das Ganze ist immer noch im Early Access, das nochmal als wichtiger Hinweis. Da kommen also noch neue Klassen, neue Maps, neue Spielmodi und so weiter. Haben sie einen schönen Plan auch veröffentlicht schon. It's already too late. I think Lucius spared me because he wants to send the Academy a message. I think he thinks he's the good guy in all this. Gut. She's out of his mind. Ich kann übrigens auch so ein kleines Schild vergeben. Hier, warte, Matze, ich geb dir das gleich mal. Warte kurz, das hat noch Cooldown. Schild habe ich auch, damit müssten wir uns noch ein bisschen absprechen. Das stecken die ja. Das können wir gerade mal ausprobieren. Ja, stacked. Okay, Matze, dann mal los. Explosion Extractor, ja dann sofort hier runter. Da ist der erste Wegpunkt, da ist der zweite.
Und wir wollen jetzt mal probieren, ein bisschen schneller hier durchzukommen. Diese Wegpunkte schnell abzuarbeiten. Müssen wir einfach so ein bisschen die Augen mal aufhalten. Ganz heftig. So, jetzt ist jetzt Defeat Enemies. Jetzt müssen wir, ja, jetzt müssen wir wirklich einfach erstmal stumpf. Denkt dran, dass der Matze das Ganze tanken soll. Boah, die kann ich nicht gegenhalten. Das sind nur normale Gegner, ne? So, ich habe da übrigens so einen kleinen an der Backe. So, jetzt habe ich auch ein bisschen. Jetzt habe ich auch ein bisschen Cooldown wieder. Cooldown. Cooldown. Cooldown! Cooldown! Hippo hat ein Schild, Mann. Du nimm mal einen Trank, ich kann gerade nicht heilen. Hippo? Ja, ich habe ein Schild genommen. Ein Trank genommen. Ja, habe ich auch. Ja, jetzt habe ich dich gehalten, jetzt ist der Matze down. Ja. So. Oh, Matze hat Schild wieder. So, der Sniper, nur Sniper ist hier. Welle. Oh, der hier, der Bossi ist da. Big Boss. Oh Gott. Matze, du musst da raus. Da war eine rote Fläche am Boden. Ach ja, hab ich gesehen, aber ich konnte mich auch nicht mehr wirklich bewegen. Ja, das Objekt haben wir mal wieder versaubeutelt. Ja, gut, ist die Frage, sollten wir dann jetzt weiter. Weiter? Ja, weiter, ja. Weiter, einfach weiter. Wir tun so, als wäre nichts. Das leckt bei mir wie die. Also wir haben es nicht geschafft, die Gegner in der Zeit zu besiegen. Das war jetzt, deshalb haben wir es versaut. Ja gut, und es ist ja klar, Objective war Kill Defeat Enemies in der Zeit, ja. Haben wir nicht geschafft, also weiter. Nächste Aufgabe. Au. Ich bin tot. Was war das denn jetzt, ey? Das war böse. Ich bin auch tot. Ja, ich passt super easy. Da weiß ich auch schon, wie das so, da vorne ist so ein Ding, das müssen wir einnehmen. Das müssen wir einnehmen. Ja, super, fantastisch. Das nehmen wir ein. Nehmen wir ein. Warum ist hier jetzt so ein schönes Schild und warum haben wir das nicht schon gehabt? Das habe ich vorhin zwischendurch immer gestellt. Ach. Und das sagst du uns nicht. Kommt mal bitte hier rein in das Schild, Leute. So, Hammer. Oder? Hammer? Hammer. Hammer. Eins von drei ab links. Wo ist der nächste? Weiß ich nicht. Da oben ist der. Einer. So, einfach dann schön weiter, ne? Und ja, hier ist der nächste. Kommt hier hoch. Rein da. Hast du wieder so ein Schild hingestellt? Wunderbar. Ja. Ja, das ist ungut. Ein wenig. Okay, wenn ihr nah zusammensteht, dann mache ich aus. Ja, Demons hat aber schon wieder gewonnen, wir müssen weiter. Wie soll das bitte gehen? Ja, wir müssen einfach noch effektiver kämpfen, glaube ich. Ja, aber wir müssen doch erstmal nur diese Dinger einnehmen. Also, haben wir jetzt alle Mann drin gestanden. Eigentlich, ja, ich glaube, da müssen wir wirklich alle rein. Wir waren, am Anfang haben wir ja gesagt, kommt hier rein noch, ne? Da haben noch zwei draußen gestanden. Ja, dann haben die nicht schnell genug aufgeladen. Was haben wir jetzt für ein Objective? Defeat Enemies. Also dann, haut raus, was geht. Wir haben auch bisher die Objectives nie wirklich ernst tot. Genommen, ne? Na ja, komm. Du bist aber auch fast tot. Ja, ich hab noch einen Haltgang. Okay, Matze. Ich muss mal weg hier. Ja, ich hab dich gerade geheilt. Ich bin. Achtung, Schild stell ich mal hier hin. Boah, ist das böse! Haut weg! Kann ich nicht heilen? Boah. Wir haben noch 20 Sekunden für diese Gegner. Ist das krass. Oh, wir haben es geschafft. Juhu. Was? Haben wir einen Punkt? Ja. Nein.
Okay, wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Schnell weg. Noch gar nicht. Defeat Enemies, 5 Sekunden noch. Jetzt hat der Gegner wieder einen Punkt. Ich bin down. Well, Demon wins Objectives. Wo bist du? Der geht mir auf den Keks. Ja, ist gut, ich stehe schon wieder, keine Ahnung warum. Ich habe auch nicht gesehen, dass du down gewesen wärst. Ja, steht dabei. Dem You Need to Revive. Immun? Was ist denn das für ein Ding? Ja, ich kann dich nicht mehr heilen, warte. So. Gib ihm. Ja, ich habe halt jetzt das Kit genommen, Pech gehabt. Achso, ja, jetzt habe ich meinen Ulti gerade rausgehauen. Ja, ja, aber ich war trotzdem nur gut voll gerade so. Elite incoming. Explore the next sector. Wir müssen weiter. Weiter, weg. Einfach weg. Ja. Boah, ist das übel, ey. Ja, ich kann nicht einfach weg hier. Das Riesenvieh rennt uns hinterher und schlachtet mich hier ab von hinten. Na, ja, ich guck mal, ob ich so ein bisschen dran kann. Lag Gold rum, schön. Gold lag da rum. Ja, ja, hat jemand gedroppt. Explore the next sector. Da sind wir. Hier. Ich bin schon wieder down. Ja, ich krieg dich nur nicht. Warum machen die alle so viel Schaden und warum gehen die alle auf eine Heile? Warte, ich kann denen nicht helfen. Ja, schade. Oh, ich stehe. Ja, du stehst. Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Ganz ehrlich, das ist doch so raus. Zu machen, ey. Ich weiß gar nicht, was wir hier machen müssen. Was steht denn da? Beacons deponiert. Ja, aber wo sind sie denn? Deponiert doch mal so ein paar Beacons. Hier sind doch zwei Stück. Hier, Leute, macht mal Beacons. Deponier doch mal eins. Nein, hier ist kein, sorry, das sind ja nur die Deposit hier, add Drohne, da, so, und zack, einmal. Und zack, zweimal. Ich bin down. Achso, ja, ich hab so lange die Beacons gemacht. Ja, ist gut. Musst ja nicht heilen. Nee, ne? 7 von 40 haben wir. Ich kann auch tot die Beacons depositen, die ich nicht habe, wahrscheinlich. Das ist schön. Ich bin down. Und wir haben verloren. Ich bin immer noch down, ich kann nicht weglaufen. Wieso bist du nicht down? Oh, komm, Schnibber, du alles, du bist jetzt tot. Ich mir ausgewählt hatte, dass ich einmal, wenn ich down gehe, wiederbelebt werde. Es zögert das Drama doch nur heraus. Ja, also Einzelzähle kriege ich echt gut down mit dem, aber wenn da zu viel rumspringt, habe ich echt keine Chance. Kann es sein, dass das Spiel schwer ist? Nein. Ja, vermutlich. Also, ich meine, ganz so blöd sind wir ja nur auch nicht. Wir sind schon ziemlich blöd, aber so blöd. Wow. Ich finde es Hammer. Wir schaffen das ja nicht mal ansatzweise. Also, wir sind ja nicht mal nah dran. Aber ich glaube, wir haben Mechanismen verstanden. Ja, zumindest schon mal eine oder vielleicht zwei. Ja, also aber unten, trotzdem bringt es uns irgendwie noch nicht weiter. Und dann sind die Objectives und wir müssen noch mehr Damage rausrotzen. Wir müssen noch mehr. Ja, das Ding ist jetzt mit 40 von diesen Beacons. Also die Beacons entstanden, das habe ich soweit verstanden, wenn du die Gegner tot gemacht hast. Dann kam ein Beacon. Und wenn du das dann. Wenn du das dann hinbringst, ja, okay. Dann, soweit das schon mal verstanden. Aber 40? Mhm. Und vor allen Dingen, was ich halt echt heftig fand, war das, als wir diese Eroberung hatten. Dass wir da zweimal zu zweit drin standen. Beim letzten stand man sogar zu viert drin. Und das Ding ist trotzdem, wir hatten nicht mal mehr zwei von drei. Ja, ohne Chance. Ja. Obwohl wir uns da wirklich sogar ganz gut angestellt haben. Mit Schild drumrum und du hast geheilt und wir standen da alle drin und haben Schaden gemacht. Also, was willst du mehr machen? Und da waren, und wie gesagt, da waren wir nicht mal nah dran. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Drücke mal Go. Ich drücke mal Go. Na, ich hänge noch in der Library-Ladebildschirm-Geschichte fest. Okay. Na, dann sagst du Bescheid. Jetzt. Jetzt ist er da. Und drücken sie jetzt Go. Go. Also es gibt übrigens drei Schwierigkeiten gerade, ne? Ja, wir sind Adept, Expert und Veteran. Und wir spielen natürlich Adept. Okay. Wir spielen den Depp. Ja, wir spielen den Depp.
Hätte sie nicht Expert sagen können, jetzt wenigstens Hippo. Es hätte keiner gesehen. Ich sehe es. Nur fürs Video. Wir können es ja wissen, dass wir so sind. Aber weißt du, dass wir wenigstens nach außen so ein bisschen. Ja. Wir spielen halt eben Schwierigkeitsgrad Adept. Einer muss noch. Nee, Xa und Hippo müssen noch. Okay. Ich wollte nur mal kurz noch eine Kleinigkeit durchlesen. Wir haben keine Zeit für. Ist der Boss. Okay, also ich versuche so oft wie möglich dieses blaue Schild zu stellen. Dann müsst ihr rein, dann Projektile kommen da schlecht zu uns rein und da drin kriegt man halt noch, hat man mehr Resistenzen gegen Schaden. Ja. Mhm. Wenn du das Schild machst, sag's vielleicht ganz kurz. Schild steht oder so, dann kann man sich wenigstens zu dir drehen. Ich versuch's. Ja. Und ansonsten, die Heilung ist besser, wenn ihr zusammensteht. Dann mache ich tatsächlich eine Art AOE. Ich mache so einen geraden Strahl an Heilung vor mich. Das heißt, ja, aber wenn man nah zusammensteht, das hat halt auch Nachteile. Ich gebe es ja zu. Ja, und ich kann eine richtige Heilung, habe ich nur als Ulti. Und ich kann halt auch dieses Schild geben. Aber das mache ich ja sowieso die ganze Zeit zwischendurch. Ja. Also hier, Health Potion, now also clean sind, wähle ich mal aus. Mal gucken, was das ist halt, wenn du irgendwelche Debuffs hast. Lass das, macht nichts. Das ist leider zu spät. Eins ist super. Okay, dann gehen wir schon mal vor. In 17 Sekunden startet es, wir müssen uns ja beeilen. Ist ja ein schnelles Spiel, ist ja hektisch, nicht für alte Menschen wie uns. Ok, ok. Ok, ok. Hey, wir haben es geschafft, wir waren einmal schneller als die Zeit. Ja. Das kriegt erstmal der Team in einem Punkt wahrscheinlich. Ja. Läuft. So, Artefakt Pickup. Da drüben, los rüber zum Artefakt. Ja. Da kümmert ihr euch da um die Gegner, ich gehe zum Artefakt. Okay, Matze, du Gegner. Was machst du da oben? Ich komm hier nicht, ich hab da irgendeine Mauer vor mir. Okay, ihr macht Artefakt da oben, ich komme aber nicht zu euch gerade, ne? Aber ich hab doch jetzt so ein Ding gerade hier über meine Stirn kreisen. Ja. Dann kommst du bitte hoch, Matze. Ja, ich würde gerne. So, wohin? Hoch, zu uns. Auf der Artefakt-Stellpunkt steht das Schild drauf. Ja, genau, und da abstellen und okay, ist delivered. So, was ist das nächste? Da hinten ist was. Da hinten ist aber, das ist der Deliver-Platz. Wir müssen wieder einen töten, glaube ich, um dann ein Artefakt zu kriegen. Hau den mal um, den dicken Onkel. Nein, hier war das Artefakt. Ich komme zu euch. Sehr schön. Ich liege. Ich jetzt? Nee, also ich liege nicht rum. Ich liege nur. So, ich habe auch mal einen getötet. War das gut? Okay, zwei. Wo ist das dritte? Da hinten, ich sehe es. Kann ja nicht sein, dass wir was hinkriegen. Ja, ich gehe. Du hast noch 10 Sekunden. Ach du Scheiße. Soll ich mitkommen? Nein, bleib hier. Okay. Mach die Straße doch frei. Ich hab's. Drin, 2 Sekunden. Ja. Eins. Demon One Objective. Aber es war nah dran. Ja, okay. Das muss wirklich perfekt laufen, damit es überhaupt geht. Schnell weiter raus hier. Ja. Oh, hier ist gerade ein Elite gespawnt. Egal, weiter. Nimm mal mit. Müssen wir mitnehmen. Nur nicht dran aufhalten jetzt. Explore the next sector. Haben wir zwar auch ein bisschen Zeit für, aber. So, ich bin da. Okay. Stell mal ein Schild hier. Damage Dealer mal oben zu dem Heil Potion Dings, oder? Oh Gott, jetzt sind wir hier. Ich bin ganz offen zu dem Heilding. Ja, was müssen wir hier machen? Defeat Enemies. Okay, haut raus. Auf jeden Fall ist jeder Tod von uns wirklich Zeitverschwendung. Das müssen wir dringend vermeiden. Ja. Boah, ist das böse. Achtung, ich stelle ein neues Schild. Ihr müsst das Ding mal umhauen, sonst kann ich euch da drin nicht heilen. Ich kann gerade gar nichts machen, ich stecke irgendwie in dem Ding drin. Ja, verzeihung. Okay, super. Okay, Hammer. Das sind aber echt noch viele, die wir machen müssen in der kurzen Zeit. Ja. Sicherlich, Matze. Heilung kommt. Heilung, Matze. Ja. Sehr gut. Was? Das war knapp. Nee, was denn? Die sind doch noch lauter.
Aber ich glaube, next sector. Wir müssen weiter. Hey, wie findest du das mal? Julia. Scheißegal, wir müssen weg hier. Ja, weiter, komm hier, ist grün. Okay. She also says you've always smelled funny. Okay, dann weiter. Alle da? Alle da. Mhm. Pff, ey. Das ist wirklich ein bisschen arg übel, oder? Ja, ich find's auch krass. Okay. Ja, aber wir werden besser jetzt. Explore the next sector. Noch gibt's hier quasi nichts. Defeat Enemies. Nochmal? Defeat Enemies, ja. Achtung, Schild kommt in die Mitte. Boah! Ja, da ist es. Ich lieg, oder? Nein. Was, wo bist du denn? Ich war nur benommen. Nein, irgendwie. Du warst nur knockdown. Das mitten kommt. Im Kampf. Nimmt die Einblendung mit. Ich will dir was aus, du hast alle Zeit nachzudenken. Ja. Ich hab dieses Videobälle genommen. Ja, ja, ich hab das glaube auch genommen, aber ich. Hab keine Ahnung. Sieht gut aus, jetzt schaffen wir es. Ich weiß nicht, wo du diese. Hier ist Anubis, ne? Ja, ja, eben. Das ist. Ich weiß nicht, ja, ist egal, wir müssen ein paar Mobs machen, dass wir es voll kriegen. Achso, nur Mobs. Ja, ja, wir brauchen nur einen Count. Wir haben es geschafft. Ja. Okay. Explore the next sector. Ich bin in so einem Käfig. Ja, okay. Explore the next sector. Wir haben noch ein bisschen. Wo ist Matze? Hau mit drauf. Hau mit drauf, ja. Ich habe nur gerade Potions geholt. Ja, das mache ich jetzt auch mal. Ihr müsst heilen. Ihr müsst euch selbst heilen. Ich bin gerade down. Also, ich bin gerade. Hat so ein Schild gegeben. So, weiter. Weiter, 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 Leute. Lass den jetzt mal stehen, den Typ. Harper. Julia, I'm losing Harper. It's probably cycle wavelength interference from the seal dampeners. Don't worry, I figured out what Harper has planned. The second iris isn't far. Also, wir dürfen uns vielleicht nicht immer an den großen aufwiegeln, ja, wenn wir, dass man das Monster so Masse macht, müssen. Ne? Hm? Masse statt Klasse. Masse statt Klasse, ja. So, Beacons, ne? Ja. Beacons, okay. Wie auch immer sie laufen, das müsst ihr noch. Ich hab eins eingesammelt, ich versuch's mal abzugeben. Denk an dein Schild, ich hab lange keins mehr gesehen. Matze, wo ist er? Da oben. Ja, ich hab hier einmal Superheilung bekommen. Okay, das Schild ist irgendwie unterbrochen worden oder so, keine Ahnung. Okay. Boah, oh, der war jetzt nicht tot. Ja. Ja, und das, meine Potion habe ich gerade umsonst genommen. Hab dich. Ich bin auch down, ich muss mich mal einer aufheben. Boah. Lauft nur ein bisschen Spaß, Gassi. Nö, mach das mal mit den Viechern. Ja, egal, ich kann ja nicht heilen in dem Moment. So, okay, bin wieder. Oh, Schild steht hier. Hier ist ein Beacon. Matze, du musst Heilung nehmen. Ich hab keine mehr, ich kann keine nehmen. Okay, Beacon habe ich delivered. Komm, Xa. Xa liegt. Ja, das mit den Beacons ist wirklich schwer. Also, nächster Sektor bitte. Wir haben es nicht geschafft. Ach, bitte, war's schon? Wo geht's denn weiter? Hier oben, wo wir gerade sind. Ja, okay. Was ist noch jemand in dem Korb drin? Ja, ich, aber ich bin sofort raus, ist sofort kaputt. Okay. Okay, weiter. Das ist einfach nur hart. Gibt's irgendwo nochmal Potions? Ich hab gar nichts mehr. Wieso links? Kann ich da nicht reviven? Ja, weil der mir ja irgend so einen Kack-Dot draufgehauen hat. Ich bin jetzt selbst.
Defeat Enemies. Oh. Jetzt bin ich down. Na, ich komm. Ja, ich bin auch down hier oben. Das ist doch nicht so. Ja, keine Chance, Matze. Nee. Ja, das ist, wenn ich da so eine Mobgruppe hinter mir hab, die schlägt einmal und ich bin tot, dann mach ich nix. Ja, ist gut. Klar. Also ganz wirklich, also ich finde, wir stellen uns so blöd nicht an. Wirklich nicht. Gut. Ich mache mal einen Vorschlag, Leute. Wir haben ja, wenn wir sagen, diese Folge zeigen wir, was wir tun, ja. Dann haben wir ja zwei Folgen und jetzt 3 Tage Zeit zum Üben. Alter, ja, aber boah. Ey. Was anderes fällt mir nicht ein. Also, aber stopp mal, halten wir fest, wir werden zumindest besser. Fand ich jetzt nicht. Also wir sind zumindest früher gestorben. Das Problem ist, dass du halt so ein Wahnsinnsrisiko gehen musst, dadurch, dass es so schnell ist. Und dann leidet halt, du hast nicht die Zeit, dich so zu organisieren, nach dem Motto, geh jetzt erstmal hin, tank mal an, weißt du, sowas. Ja, ja. Du musst Zeit hast machen. Du einfach nicht. Und das endet so in einem Chaos, das ist unglaublich. Ja. Schön. Tschüss. Oder? Tschüss. Oder hast du noch irgendwas zu sagen, Koja? Stimmt ab. Schöne Oben Kraft. Rechts in der Ecke. Läuft. So. Okay. Jetzt aber. Ja, was denn? Tschüss. Tschüss. Ciao.